Wow. Danke, dass noch viele da, so viele da sind. Ich bin überwältigt, erfreut und ihr macht jetzt weiter. So war das nicht abgestimmt. Wieso nicht? Ja, ich bin auch ziemlich aufgeregt, hier zu sitzen, weil es ist tatsächlich ein Experiment. Wir drei waren, glaube ich, noch nie zusammen. Einmal zusammen im Raum und jetzt das zweite Mal zusammen im Raum, das erste Mal auf der Bühne. Nichtsdestotrotz ist das, was wir jetzt hier machen, nichts, was wir zum ersten Mal machen, sondern was wir sonst eben komplett virtuell machen. Und das Experiment ist, ob das jetzt eben auch hier funktioniert. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an, weil es ist eigentlich ein Online-Format. Das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum wir hier in diesem Lean-Kontext da sind, weil es kaum Vorbereitungen braucht, es braucht keine Logistik, es braucht eigentlich nur Internet und vier Rechner. Genau, wenn man sich den Wertstrom quasi der Beratung anguckt, dann haben wir einfach mal den Waste gestrichen und fahren da nicht mehr hin. Jetzt sind wir doch hier. Mal gucken. Könntet ihr vielleicht erstmal erklären, was wir überhaupt tun? Nee, das machst du. Ach so. Scheiße. Ich blätter mal weiter. Was wir tun, nennt sich einmal Managementimpulse und Freikopflern. Freikopflern heißt, wir haben uns, oder ich fange mal mit der Geschichte an, die dahinter steckt, wir haben uns immer mal getroffen, und zwar auch tatsächlich online. Wir sind im letzten Herbst das erste Mal nach 2 Jahren wirklich physisch zu dritt zusammengekommen. Und hier ist es wirklich das zweite Mal, dass wir zu dritt irgendwo sind. Und wir haben immer entweder neue Geschäftsmodellideen diskutiert oder uns zumindest wöchentlich darüber ausgetauscht, wie so die Entwicklungen von uns sind. Man kam irgendwann auf die Idee, doch vielleicht auch mal die Entwicklungen anderer zu reflektieren und vielleicht Impulse zu geben, wie man anders daran gehen könnte, neue Perspektiven aufzumachen. Ich muss dazu sagen, es hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, uns gegenseitig zu beraten, zu coachen, den Finger in die Wunde zu legen, zu inspirieren. Und da dachten wir, das ist ja ganz gemein, dass wir das nur für uns machen. Das können wir ja vielleicht auch für jemand anders. Das war nicht mein erster Gedanke, dass das gemein wäre, das anderen vorzuenthalten. Jedenfalls haben wir dann darüber nachgedacht, wie wir das so tun können, dass es vielleicht auch irgendwie Sinn macht. Und wie gesagt, wir machen das wirklich lean. Wir machen das an 3 verschiedenen Orten. Also Christoph, das ist der Typ da. Der sitzt normalerweise in Mittelnkirchen, das ist im Alten Land bei Hamburg. Der Herr neben mir, Heiko, ist in Berlin ansässig und ich sitze in einem kleinen Ort südlich von Bonn, also weit verteilt über Deutschland. Süddeutschland haben wir noch nicht abgedeckt, aber ist auch nicht notwendig, weil wir arbeiten sowieso weltweit, weil wir halt dann jeweils an unserem Rechner sitzen und über Skype oder irgendwelche anderen Online-Medien mit demjenigen, dem wir dann beraten, beziehungsweise dem wir versuchen, Impulse zu geben, uns austauschen. Also Ralf war zum Beispiel mal einer unserer Gäste. Die Stefanie war auch schon mal bei uns und ich glaube, wir haben noch so ein paar, die schon mal versucht haben, mit uns auf neue Ideen zu kommen und bis jetzt immer sehr erfolgreich, glaube ich. Was wir dabei tun, und deswegen gibt es diese Grafik da, wir haben das Ganze auf 1/2 Stunde zusammengedampft. Wir geben unserem Counterpart, demjenigen, der eine Frage hat, 5 Minuten diese Frage zu formulieren. Wir fragen dann nochmal 5 Minuten nach. Versuchen wir auch relativ klar zu strukturieren. Deswegen hat Heiko jetzt auch hier die Uhr dabei. Und danach denken wir 15 Minuten darüber nach und tauschen uns aus, ohne unseren Counterpart dabei einzubeziehen, was uns dazu einfällt. Welche Impulse, welche Perspektiven wir da mitgeben können. Dadurch, dass wir relativ verschieden sind, auch weil wir verschieden aussehen, kommen da auch relativ unterschiedliche Impulse halt rein und das steigert sich meistens in einer gewissen Form. Und also, am Ende, also ich bin noch dran. Und am Ende kommen halt nochmal 5 Minuten, wo das Gegenüber uns nochmal sagen kann, was derjenige mitgenommen hat, weil es einfach nochmal wichtig ist, das zu verankern. Jetzt! Ralf, du hast so schön gesagt, wir sind nicht vorbereitet. Tatsächlich sind wir natürlich vorbereitet, aber wir haben nichts geplant. Also wir haben natürlich ein Format, wir bringen unsere Erfahrungen mit, aber genauso, wie du ja weißt, als du dich an uns gewendet hast, wir haben eben nicht vorher gefragt, welches Thema, dann würden wir anfangen, uns schon vorher Gedanken zu machen, und das ist böse, sondern wir fangen eben genau dann an und deswegen jetzt gleich, wenn das Thema auf dem Tableau steht. Ja, und dann stellt sich jetzt die Frage, weil wir haben schon mal ein bisschen rumgefragt, wer vielleicht eine Frage oder ein Problem für uns hätte, über das wir ja nachdenken können. Aber stellen jetzt bewusst nochmal die Frage in die Runde. Aber da hinten sitzt schon der weiß, dass er eine Frage hat. Aber
Du lässt uns jetzt doch noch mal fragen. Vielleicht kommt ja noch was anderes Spannendes. Oh. Wer würde sich... Nein, du willst nicht? Gut. Wir nehmen Conny Detloff, der hatte eine Frage. Und laden ihn damit herzlich hier oben ein, beziehungsweise gerne auch unten, uns zu sagen, welche Fragestellung er uns denn gerne mal raufwerft. Ja, bloß nicht zu viel Augenhöhe. Wir bleiben hier oben, du bist da unten. Genau. Alles gut. Ein bisschen muss sein. Du hast 5 Minuten Zeit. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, das habe ich in meinem Vortrag vorhin schon ganz kurz mal angeteased, und zwar, das geht um den Methodizismus. Ich habe ja, das meine ich wirklich ernst. Also, unsere Methoden, musst du uns auch nochmal erklären, das Wort, das kriege ich nicht zusammen. Ich habe 5 Minuten. Es geht wirklich darum, dass wir Methodenreiter geworden sind. Was ich bei uns wahrgenommen habe, bei Otto, dass wir viel zu schnell, also dass wir das Denken und das Fühlen verlernt haben. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, dann denken wir viel zu schnell immer in Best Practice, in Methoden, in Tools, in Standards. Wie machen andere das? Und wir geben uns gar nicht den Raum, unsere eigene Lösung zu finden. Das heißt, wir tendieren immer so zwischen Polen hin und her. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir uns ein neues Führungsverständnis gegeben haben bei Otto. Das bedeutet natürlich, dass ganz, ganz viel Entscheidungen bei Mitarbeitern liegen. Und das fanden natürlich die Mitarbeiter erst auch sehr, sehr cool. Das haben sie getan. Und das heißt, da waren sie auch im einen Pool unterwegs. Und dann haben sie gesagt, ja, wir entscheiden. Und als dann, natürlich hat man auch einige Entscheidungen, die ein bisschen schwieriger sind. Ja? Also nicht alle Entscheidungen sind einfach zu fällen. Und genau bei diesen Dingern kamen sie dann immer zurück und haben gesagt, so, das macht ihr jetzt. Ich habe vorhin ja gesprochen, dass unsere Mitarbeiter ja uns ja auch Aufträge geben, weil wir ja ein Stück weit Dienstleister der Mitarbeiter sind. Aber, und das haben wir dann auch ausgehandelt, man muss ja als Dienstleister nicht alle Aufträge seiner Kunden annehmen. Das muss man nicht. Der Mario hat es ja sehr schön gesagt, auch als Berater. Also bestenfalls tut man es nicht, sondern immer dann, wenn man sagt, ich möchte das. Und die haben wir zurückgewiesen, diese Aufträge. Gesagt, nee, das macht ihr. Das heißt, es ist immer so ein Einpendeln, es ist immer so dieses Entweder-Oder-Denken. Und was es uns sehr, sehr schwer fällt, irgendwann diesen schmalen Grat, diesen Mittelweg zu finden zwischen dem, was quasi jetzt uns konkret Otto gut tut. Und ich habe vorhin auch dieses Thema Schuhari angesprochen, dass man, ich will Methoden auch gar nicht verdammen, aber dass wir eine Geisteshaltung entwickeln, wo wir Methoden wirklich als Lernhilfe nutzen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass uns das extrem schwerfällt. Weil immer in dem Moment, wenn man, Stichwort agil, dann reden alle über Scrum. Und dann macht man Scrum. Von A bis Z, ob man will oder nicht. Und dann ist man auf diese Methode fixiert. Aber dahin zu kommen, diese Methode auch mal anpassen zu wollen und sich nicht einfach stur und steif darauf zu fixieren, fällt Menschen total schwer. Das ist meine Wahrnehmung. Und jetzt die Frage an euch. Habt ihr Ideen, wie man Menschen vielleicht Impulse geben kann, um leichter von solchen Methoden wegzukommen? Sprich, Methoden schon zu nutzen, ja, aber sie auch dann leicht auch mal beiseite zu schieben und zu sagen, so, und jetzt denke ich auch mal. Ist das Problem, anders formuliert, dass ihr eher eine Tendenz habt in eurer Organisation, das Problem an die Methoden anzupassen, die ihr kennt, damit es passt? Nee, nicht unbedingt, aber also wir hatten jetzt ganz konkret, wir hatten ja die Fragestellung, wie werden wir in den Teams schneller? Wie erstellen wir noch schnellere Produkte für unsere Kunden? Und dann kommt sehr, sehr schnell der Impuls, machen Scrum. Ich sage, wow, mag ja sein. Also man kann sich davon inspirieren lassen. Aber irgendwann wird dann die Methode zum Heiligtum. Ja? Und dann macht man Scrum. Und irgendwann vergisst man, warum machen wir das eigentlich? Na, also immer wieder auf den Kern dessen zurückzukommen, immer versuchen einfach zu umreißen, was eigentlich mein eigentliches Problem ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Methoden haben so die Eigenschaft, dieses Problem zu ummanteln irgendwie. Und dann macht man die Methode. Und man, wenn man dann die Leute fragt, sag mal, wieso macht ihr eigentlich Scrum, dann kommt nicht mehr eigentlich die eigentliche Ursache, warum man irgendwann mal über Scrum nachgedacht hat, sondern ich mache Scrum, weil ich Scrum mache. Weil machen ja alle, oder? Das heißt, ihr verliert das Problem aus dem Auge und prüft nicht mehr, ob das Problem tatsächlich gelöst ist. Das heißt, ihr hinterfragt, also ihr seid dann so gerne dabei, Scrum zu machen, dass ihr ganz vergessen habt, wie ihr da eigentlich zugekommen seid. Mhm. Und wenn das Problem, du hast gesagt, ein konkretes Problem war, dass ihr schneller werden wolltet und ihr über agile Methoden nachgedacht habt und gesagt habt, wir machen jetzt Scrum,
wenn du die Frage jetzt hier stellst, hast du sie schon mal dargestellt. Also habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr tatsächlich schneller geworden seid, seit ihr Scrum macht? Gehst du mal jetzt nicht so in die Tiefe? Ja, stellen ich wir versuch, uns das Problem zu verstehen. Ab und zu mal, ja. Ja, ja doch, das tun wir schon, ja klar. Aber, ja, machen wir. Das war ja eine Frage. Gehst du mal nicht so in die Tiefe? Nee, wir machen das. Aber trotz alledem habe ich, das spürt man so manchmal in Gesprächen, dass wir Menschen, ich habe irgendwie die Vermutung, weil das bei mir ja auch, beobachte ich auch, dass wir das eben sehr, sehr schnell so verlieren, weil wir dann eben so die Methoden so cool finden und die Methoden dann tun und machen und damit dann auch durch die Lande tigern und sagen, oh, wir machen Scrum, oh ja, das ist ja der Hammer. Und das, ja, darum geht es. Also es ist wirklich immer wieder auf das Problem zurückzukommen, also Problemlöser zu sein und sich nicht hinter Methoden zu verstecken. Also dann natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen, weil da braucht man schon Mut, glaube ich. Das ist auch so meine Idee, die man hat. Warum tun wir das? Weil wir uns hinter Methoden verstecken. Ich habe vorhin auch das gerade gesagt. Man muss sehr, sehr mutig sein, um zu sagen, ja, ich weiß, es gibt Scrum, aber ich tue es jetzt nicht. Da muss man ganz, ganz viele Fragen beantworten von vielen Menschen, die sagen, sag mal, wieso machst du das nicht? Gibt's doch. Ich sage, nee, aber nicht. Und die kosten auch wieder Zeit. Also so den Raum, sich eigene Lösungen auszudenken, die vielleicht ein anderer noch gar nicht macht, da habe ich so diese Wahrnehmung und die Erfahrung gemacht, dass wir uns diesen Raum irgendwie nicht mehr geben, dass wir nicht mehr denken wollen, sondern uns viel zu schnell auf irgendetwas stürzen, was andere uns irgendwie anreichen aus anderen Unternehmen. Und es dann tun, ohne es zu reflektieren, ob das vielleicht für einen passt. Ja. Mhm. Und das ist einfach, und den Weg gehen wir gerade bei Otto. Der ist aber sehr, sehr, ja, sehr mühselig. Also das ist schon schwierig, immer wieder tagtäglich in Interaktion mit den Menschen zu sein und zu fragen, warum machst du das eigentlich? Immer die Frage, warum? Also ist das noch zielführend, sollen wir es anpassen oder nicht? Oder, und was kommt dann? Ja, ganz häufig natürlich, ja, lass uns drüber nachdenken. Aber, mhm, aber erst nach so einem Impuls. Also dass man so einen Automatismus entwickelt, ich vergleiche es immer so sehr schön, wie wir gehen alle jeden Tag regelmäßig zum Mittagessen. Das tun wir einfach. Wir machen das. Da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Aber ich habe teilweise, das habe ich auch ganz kurz mal gepostet, ich habe so dieses Gefühl, so, dass wir so mit den Methoden Scrum so umgehen, als wenn wir jeden Tag beim Mittagessen erstmal das Besteck bewundern und sagen, wow, ist das geiles Besteck. Ist das der Hammer? Habt ihr nicht gemerkt, dass das immer dasselbe ist? Auf welchen Leveln passiert das? Ist das mehr so eine Wahrnehmung, die du auf der Führungskräfteebene hast, oder hast du die Wahrnehmung über die gesamten Teams, dass man, ne, also dieses Festhalten an der Methodik, die man ja schon kennt, die man als Ankerpunkt ja immer wieder benutzen kann? Überall. Also das ist, glaube ich, über alle Ebenen hinweg, egal wo das ist, also genau. Das würde ich nicht festmachen auf irgendwelche Stufen, Vorstand, Führungskraft oder in den Teams, Entwicklungsteams. Ich sehe es irgendwie überall. Teil der Kultur. Ja, Teil der Kultur, ja. Dann, ja. Tief drin. Fertig? Dankeschön. Wir denken also, jetzt. Zum Hintergrund, bis jetzt wollten wir einfach nur die Fragestellung verstehen. Jetzt kannst du den Würfel eigentlich zur Seite legen. Haben wir einen Liegestuhl für ihn, dass er sich zurücklehnen kann und einfach nur genießen? Du kannst ja Backstage gehen, dann hörst du uns auch. Ja. Nein, musst du nicht, du kannst hier bleiben. Wir machen jetzt nochmal für dich und für den Rest die Info. Wir machen jetzt diese 15 Minuten, wo wir eigentlich dich mindestens mal ausblenden. Wir sprechen jetzt auch über dich und nicht mit dir. Also wenn du merkst, wir gehen vollständig in die falsche Richtung, dann lässt es auch besser. Dann schnappst du dir den Würfel wieder und intervenierst. Alle anderen haben jetzt auch die Pflicht zu schweigen und nicht das Recht zu reden. Das machen wir jetzt. Ja. Ja. Spannend, oder? Habe ich noch nie gehört, dass das so passiert. Nein, das ist mir auch komplett neu. Also ja, gerade so an Methoden festhalten, wenn man so schön kennengelernt hat, immer dasselbe Besteck nehmen. Hast du schon mal versucht, mit links zu essen statt mit rechts? Ich esse mit dem Mund. Ich glaube, das liegt aber auch nur in Scrum. Und nur mit dem Mund? Im Ernst. Ich glaube, das ist ein Stück weit. Mir macht das total Spaß, Scrum, Agilität in Unternehmen einzuführen.
Und einer der Hauptpunkte, warum das so gut funktioniert, ist aber dann auch wiederum die Gefahr, die Conny beschrieben hat, dass es eben über Ritualisierungen zu einer Institutionalisierung kommt. Man macht bestimmte Dinge immer wieder und dadurch wird es ganz normal. Das ist ja auch gewollt, damit man nicht jedes Mal, also dass man nicht jedes Mal wieder das Rad neu erfinden muss, sondern kommt in eine Routine. Aber durch diese Rituale stellt man es halt irgendwann nicht mehr in Frage, weil man hat es ja quasi immer schon so gemacht. Was? Rituale sind ein ganz wichtiges Element ja in der Kultur. Man musste ja erstmal dahin kommen. Ja, also genau. das Befreien. Das war ja mal der Change, dahin zu kommen. Und jetzt ist die Frage, naja, hört der Change jetzt auf? Machen wir jetzt Scrum um des Scrums willen? Oder machen wir vielleicht den nächsten Schritt? Was ich mich frage, wo bleibt das Problem dabei? Weil er ja gesagt hat, Sie haben ein Problem. Dann finden Sie eine passende Methode, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Und im ersten Moment, wo das Problem noch besteht, ist das vielleicht auch genau die richtige Methode. Mhm. Wobei ich erstens intervenieren muss, Scrum zu machen, um schneller zu werden. Das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt das Problem, was Sie haben. Da kann man wahrscheinlich nochmal gesondert drüber. Aber ich habe das Problem so verstanden, dass es eher so um diese Selbstzweckmäßigkeit von Methoden geht. Dass einfach eine Methode irgendwie erstmal genommen wird, weil die halt da ist, weil sie naheliegend ist und weil das eben alle machen und sie dann gemacht wird und dann hinterher keiner mehr fragt, haben wir das Problem damit gelöst. Ich frage mich, wo bleibt da das Problem dabei ist, ich versuche mir das vorzustellen. Ich stelle mir vor, sie sind tatsächlich schneller geworden. Also das Problem ist tatsächlich dadurch gelöst worden, das hat nur keiner gemerkt. Mhm. Vielleicht auch, weil die Methode zum Selbstzweck verkommen ist und es ist nur ein positiver Nebeneffekt, dass das Problem keins mehr ist. Vielleicht ist das Problem gar keins mehr, jetzt haben wir ein anderes Problem, wir nehmen aber immer noch das alte Werkzeug. Ja, das, ich meine, das hast du ja sowieso immer. Ja. Also wenn du letztendlich qualifiziert dich die Lösung des akuten Problems irgendwie für die Lösung des dahinterliegenden Problems, das dir jetzt im Moment noch zu groß ist. Wenn wir da jetzt an Engpass-Theorie, Theory of Constraints, hat er ja auch in seinem Vortrag genannt, jetzt haben wir den einen Engpass quasi, wir müssen schneller werden, erledigt. Wir machen immer weiter und sehen gar nicht, dass es jetzt woanders ein Engpass liegt. Vielleicht eher an Innovationskraft, da geht es ja nicht um schneller werden. Ihr seid gerade mitten in einer Methode. Ja, wir gucken, wann man feststellt, wann welche Methode vielleicht die richtige ist. Ja, aber ich würde nochmal die Ebene drüber bewusst angucken. Nämlich, was er ja auch gesagt hat, ist dieses Denken und Fühlen verloren zu haben. Und Denken und Fühlen sind ja, wir haben ja drei Denkbereiche im Körper. Einmal Kopf, einmal Herz, einmal Bauch. Das sind die Nervenzentren, in denen was passiert, die wir ja auch fühlen. Und das, was Methode ist ja Kopf, ist ja reiner Kopf, der da die ganze Zeit agiert. Ohne dass wir irgendwie auch nur versuchen wahrzunehmen, was im Bauch gleichzeitig passiert. Wir haben ja vorhin alle da hinten gesessen und haben gesagt, jetzt langsam fangen wir an, nervös zu werden. Ja? Das ist ja im normalen Arbeitsleben auch so. Ist weg. Du. Dann geh nochmal hinter die Bühne, vielleicht kommt es wieder. Aber es ist ja im normalen Arbeitsleben auch so, dass du deine Themen hast, wo du dich sicher fühlst, wo du deine Komfortzone, mitten in der Komfortzone dich befindest, dann hast du deine Methode irgendwann kennengelernt, damit hast du deine Komfortzone um das Stück erweitert und gehst halt wieder da in dieser, ne, fühlst dich wieder wohl darin, aber du verlierst halt die Fähigkeit, aus der Komfortzone rauszugehen und diese Möglichkeiten, die draußen sind, zu erkennen, wenn du immer wieder in diesen Schleifen bist. Und du gibst ja nicht den Raum, irgendwas Neues zu erobern, sozusagen, weil du in den Methoden auch hängst. Und vielleicht gibt es ja Methoden, die an der Stelle mal wieder besser wären als andere Methoden, in die du nicht rankommst, weil du sie nicht kennst und weil du dich an den alten festhältst. Jetzt seid ihr dran. Ich stelle ja immer so gerne die Wofür-Frage. Mhm. Nee, die also, Warum. Nee, Wofür. Wofür. Okay. Vielleicht ist das, oder wäre das auch ein Ansatz, darüber nachzudenken, ob das auf einer höheren Ebene tatsächlich ein Problem ist, wenn eine Methode irgendwie sich verselbstständigt. Entschuldigung. Weil, also ich habe ja zumindest mal einen positiven Effekt, die Organisation lernt eine neue Methode dazu. Das heißt, da entsteht ein methodisches Mehr, das ich dann in der Organisation eben auch zusätzlich nutzen kann. Jetzt ist doch eigentlich nur die Frage, kriege ich irgendwie einen Reflexionsprozess etabliert, in den Aufbau solcher Methodenkompetenzen, die mich immer wieder mal innehalten lassen, vielleicht auch nicht nur bei ihm, weil es klang für mich so ein bisschen irgendwie, dass er so einer von ganz wenigen ist, die das auch machen und fragen, lohnt sich das noch, haben wir damit den Zweck erfüllt, den diese Methode ursprünglich mal haben sollte, dass man die Referenz
dafür nimmt, wofür ist denn eigentlich das Unternehmen oder der Teil des Unternehmens eigentlich da? Also wofür machen wir das? Wobei das eigentlich ja ritualisiert ist. Deswegen macht man ja nach jedem Sprint eine Retrospektive. Ist die Frage und muss halt genau drauf gucken, wie wird die durchgeführt. Vielleicht brauchen wir eine neue Methode, um den Reflexionsprozess irgendwie in dem Methoden... Ja, das ist das Spannende jetzt, wo wir die ganze Zeit über Scrum gesprochen haben. In Scrum hast du ja diese Reviews. Und um nochmal zu gucken... Retrospektive. Ja, eben. Also wo gehst du da rein und guckst nochmal, bin ich mit dem richtigen Methodenkoffer auch noch unterwegs oder brauche ich mal einen neuen, ne? Oder war das Problem, dass oder die Methoden... Oder wie kriegst du von außen neue Impulse? Freikopfler. Nee, aber also, was kannst du tun? Ich sehe irgendwie zwei Möglichkeiten, also zwei Ansatzpunkte. Also das eine ist, einerseits diese Rituale zu brechen durch Hacks, durch mal verbieten, ihr macht jetzt mal ein Vierteljahr kein Scrum mehr. Seht mal zu, also ich habe das mal... Ein ehemaliger Kunde von mir, da ging es ganz profan darum, Lotus Notes abzulösen und SharePoint einzuführen und es gab halt 20.000 Lotus Notes Anwendungen oder so. Und die haben erstmal alle abgeschaltet und geguckt, ob wer schreit, bevor wir alle portieren, halt nur die, wo wirklich notwendig sind. Und das kann man auch mit Methoden machen. Einfach mal verbieten. Ihr macht jetzt nichts. Wenn ich sehe, dass ihr irgendwie ein Daily Stand-Up macht, dann gibt es was hinter die Ohren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Angebote geben. Ich kann ja nur mit Methoden irgendwann spielen und sie dann anwenden, also situativ richtig anwenden, wenn ich auch einen Methodenkoffer habe. Wenn ich nur Scrum gelernt habe, dann habe ich ja gar nichts anderes. Woher soll ich denn wissen, was ich anders machen könnte? Also ich muss die Möglichkeit zumindest geben, mindestens mal auszuprobieren, Experimentierräume zu schaffen, Impulse zu geben, Schulungen zu geben, keine Ahnung, um in zu merken, okay, wofür kann ich denn noch was anderes verwenden? Aber wo kriegst du die ganzen Methoden her? Ich meine, du kochst ja in deinem eigenen Saft, du kochst ja in den Methoden, die du kennst, weil du die kennst. Wo kriegst du jetzt den Input zu neuen Methoden her? Wie schaffst du es, das zu internalisieren, was da immer außen an Möglichkeiten existiert? Hospitieren. Ich finde das toll, um jetzt wieder beim Scrum-Beispiel zu bleiben, dass über die Unternehmensgrenzen hinweg Scrum Master bei anderen Unternehmen halt hospitieren und sich angucken, wie macht ihr das überhaupt? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sein Problem auch nicht, Zugang zu neuen Methoden zu kriegen. Vielleicht aber doch. Ich glaube, also du brauchst ja immer wieder Methoden, weil Methoden machen es dir ja leichter, die ganze Komplexität nicht zu reduzieren. Du kannst ja nicht reduzieren, aber du kannst ja besser umzugehen. Also ich glaube, sich an Methoden entlang zu arbeiten, ist ja ein probates Mittel, das zumindest mit unserer Ratio funktioniert. Und je mehr Methoden du im Köcher hast, desto weniger kommst du in die Gefahr, eine Methode um der Methode willen zu machen, weil du ja die Auswahl hast und weißt, wofür du sie anwendest. Dann ist eine Methode wirklich nur noch ein Werkzeug. Methodik oder methodisch zu arbeiten, heißt ja auch nicht per se gut oder schlecht. Genau. Also das, was ich aber rausgehört habe, war, dass eine Methode zu wenig angepasst wird, sondern dass man, also wenn es ein Problem gibt, zu der jemand auf die Idee kommt, als Methode mit diesem Problem umzugehen, könnte Scrum passen, dann muss Scrum so in seiner ursprünglichen Form angewendet werden zu 100%. Also wir können nur Scrum machen, wenn wir Scrum richtig machen, also wenn wir das ganz machen oder gar nicht. Und dass das einfach nicht zu 100% zu dem Problem passt, das sie eigentlich zu lösen haben, sondern dass sie in dem Moment so geil auf die Methode sind und sich so sehr auf die Methode konzentrieren, dass die auch ja zu 100% richtig umgesetzt wird, dass dabei das Problem, das zu lösen ist, aus dem Fokus gerät. Und diese Fähigkeit, eine Methode schon als passend zu identifizieren, um ein Problem methodisch anzugehen, aber dann nur das von dieser Methode wirklich zu nehmen, was auch tatsächlich zu dem eigenen Problem passt. Aber dann bist du aber an einer Stelle, wo du zu dieser Methode so eine Mastery, also die Meisterschaft dieser Methode können musst, um dich einfach von der Methode wieder lösen zu können. Das wäre ein Denkansatz oder das würde, glaube ich, für die Art und Weise, wie er das Problem geschildert hat, gut helfen, dass man eben sagt, wenn ich eine Methode noch nicht kenne, sie aber von dem, wie ich sie gerade kennenlerne, weil ich mich damit auseinandersetze, als passend für mein Problem erachte, dass ich mich halt wirklich damit so auseinandersetzen muss und sie in der Praxis auch vielleicht mal tatsächlich, wie sie gedacht ist, anwenden muss, damit ich lerne, was es eigentlich bedeutet, wenn ich sie oder damit ich rausfinde, passt sie überhaupt zu meinem Problem. Genau. Und erst dann, und ich glaube, vielleicht diese Transferleistung mit dem Wissen
dann zusätzlich noch reflektieren zu können. So, wenn ich jetzt weiß ich, wie 100% Scrum in der Anwendung geht und wie sich das für mich anfühlt, und jetzt diese Fähigkeit zu erlernen und zu sagen, so, und jetzt weiß ich, weil ich es erfahrungsmäßig gelernt habe, ich brauche nur die und die und die Aspekte, um tatsächlich weiterzukommen, und den Rest kann ich tatsächlich guten Gewissens über Bord werfen. Und der springende Punkt ist halt nicht die Methode um der Methode willen, sondern eben die Prinzipien dahinter zu verstehen. Ja. Was ja sehr nahe Agilität, Lean aneinander liegt, eben inspizieren und anpassen. Mhm. Wenn ich das nur auf das Produkt und die Arbeit in meinem Team innerhalb von Scrum verstehe, dann bleibe ich in Scrum gefangen. Wenn ich es schaffe, eben dieses Inspizieren und Anpassen größer zu denken und eben zu gucken, okay, ist das jetzt noch das Richtige? Aber dahin zu kommen, also das ist so ein Spagat, ne? Man muss einerseits tief eintauchen und es ritualisieren, um überhaupt reinzukommen und lernen zu können, aber auch immer wieder rauszukommen. Also ich glaube, es braucht tatsächlich Störfaktoren, die mich immer wieder rausziehen. Aber du hast normalerweise in der Organisation nicht alle auf dem Level, dass sie in der Tiefe für jede Methode die Rahmenbedingungen, die eigentlich diese Methode ausmachen, verstanden haben. Also wie schaffst du es, dass die Experten zu den Methoden, die du dann aufbauen müsstest, sich auch auf einem Level austauschen, sodass sie für sich selber das Gefühlte in dieser Methode so mit den anderen teilen können und im Idealfall mit dem Team und allen, die damit zu tun haben, teilen können, dass die auch eine Wahrnehmung außerhalb ihrer Ratio noch bekommen. Also dass dieses Fühlen nochmal anders wird als nur dieses Denken, ich muss jetzt dieser Methode folgen, auch wenn sie adaptiert ist oder ich nur die Rahmenbedingungen kenne. Also ich hätte das ist ein langer Satz. Zwei Punkte noch, weil wir ja nicht mehr so ganz lange Zeit haben. Ich auch noch. Das eine ist, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob ich dieses, wenn mir das wichtig ist, das zu institutionalisieren, dass ich, wenn ich bestimmte Methoden, die ich neu erlerne, einsetze, um bestimmte Probleme zu lösen, ein Zwischenschritt mit irgendwie einbaue, regelmäßiges Review. Passt die Methode noch zum Problem? Wie weit sind wir in der Lösung des Problems mit dieser Methode? War das die richtige Auswahl? Muss es angepasst werden? Reicht es vielleicht, dass wir ist die Methode die richtige, aber nutzen wir sie im falschen Umfang? Also solche Dinge zu entwickeln, wenn mir das als Organisation wichtig ist, wenn ich da einen stärkeren Reflexionsgrad zu haben will, das irgendwie mal zu formulieren und dann mit den Leuten, die sich tatsächlich mit der Lösung des Problems beschäftigen, auch zu teilen. Denn das komme ich zum zweiten Aspekt. Darf ich dazu kurz was sagen? Nee. Schade. Doch, darfst du. eine Idee dazu, und das wäre auch gleich einer der Punkte, die nehme ich dann vorweg. Wie kriegt man das hin? Dann einfach zu fragen, du hast ja gehört, Conny fragt ja, sind wir noch, ist das noch richtig, macht das jetzt gerade Sinn? Sondern das auch wiederum ein Stück weit zu institutionalisieren und reinzugehen und zum Beispiel mit Interventionen zu arbeiten, ja. Mit absurden Interventionen, was muss passieren, damit Scrum richtig schief geht. Ja. Darüber in eine andere Perspektive reinzukommen. Ich muss es irgendwie schaffen, sie aus ihrem Trott rauszukriegen. Ja. Oder uns aus. Und ich glaube, da hilft es immer mal wieder, auch von außen reinzugucken und von außen reinzuschubsen. Kann eine Möglichkeit sein, dass man einen Reflektor von außen sich dazu holt, der... wo klar ist, irgendwie so in den Zeiträumen kommt der. Der zweite Punkt war, mir ist aufgefallen, dass er von denen und wir gesprochen hat. Also die Mitarbeiter und interessant für uns. Also diese Unterscheidung, die da offensichtlich stattfindet. Ich wollte es nur ansprechen, weil es ist mir aufgefallen, dass es da offensichtlich zwei Interessengruppen innerhalb derselben Organisation gibt. Da kann man wahrscheinlich noch eine eigene Freikopfler-Session draus machen. Ja, oder zwei Wahrnehmungsgruppen vielleicht. Ja, Interessengruppen weiß ich nicht. Also ich habe mich gefragt, wer ist wir? Außer uns. Ja, weil es hieß wir als Otto, aber die Mitarbeiter. Also da war eine Trennung drin und ich glaube, dass ein großer Teil dessen, dass es als Problem wahrgenommen wird, dass so mit Methodiken umgegangen wird, zumindest symptomatisch irgendwie darüber zum Ausdruck kommt. Ich würde gern meinen Punkt... Du hast noch anderthalb Minuten. Mein Punkt mit dem Abschaffen oder mal kurzzeitig Verbieten nochmal mit aufnehmen, weil ich glaube, ich würde es mal kurz verallgemeinern und aus dem konkreten Fall rausgehen. Ich glaube, das ist eine gute Sache für viele Sachen, die sich verselbstständigen, zum Beispiel Meetings, die irgendwie als Dauertermin im Outlook angelegt werden und dann nie wieder in Frage gestellt werden, warum machen wir das überhaupt? Und ich sitze mit denselben Leuten in 5 Meetings zusammen und weiß gar nicht genau, was jetzt wo wann besprochen wird und so weiter und so fort. Einfach jedes Meeting mit dem Ablaufdatum zu machen und eben zum Beispiel auch Scrum-Ritual mit dem Ablaufdatum zu machen, sodass ich dann wirklich zusammenkommen muss und mich fragen muss, brauchen wir das noch, müssen wir es verändern? Einfach solche Sollbruchstellen einzubauen, dass es gar nicht die Gefahr gibt oder die
Es ist ja sehr, sehr bequem, einfach alles so weiterlaufen zu lassen, wie es bisher war. Also einfach das nicht mehr möglich machen. Eine Sollbruchstelle. Ja, ihr habt bis Ende März dürft ihr das so machen. Danach will ich wissen, ist es erfolgreich gewesen oder nicht. Und danach macht ihr wieder so viel. Also wieder total Augenhöhe. Total selbstorganisiert. Ich bin wieder bei VOD. Ja, irgendeiner muss doch die Kontrolle haben. Entschuldigung. Ja, genau. Und da muss ja sagen, wo der Hase ist. Ja, ne? Ist ja ja. Aber das haben Sie ja, das ist ja fest verankert. Das hat er am Anfang gesagt. Bei den einfachen Entscheidungen treffen Sie selber. Bei den schweren Entscheidungen kommen Sie schon und sagen, das macht ihr jetzt bitte. Also ne, da ist, glaube ich, durchaus noch Potenzial für neue Methoden da. Fertig? Fertig. 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 Die letzten 5 Minuten gehören dir. Conny. Du darfst. Wach werden. War da was drin für dich? Hast du irgendwas von dem Ganzen mitnehmen können für dich? Ja, habe ich. Also mich hat... Heiko, du hast gesagt, und das ist ja auch dieses Paradoxe daran, ne? Ich meine, du musst ein richtiger Methodenmaster sein, um Methoden zu vergessen. Ne? Also du hast irgendwie gesagt, du musst ganz, ganz viele kennen, um sie dann aber nicht zu nutzen. Mhm. Und mir ist so ein bisschen auch, und was ich ja manchmal auch tue, und so ein bisschen provokant zu sein, ich habe das mit dem Besteck vorhin angebracht. Manchmal habe ich so, ich meine, die Frage ist ja, wir zertifizieren auf Methoden. Also Scrum Master werden zertifiziert. Das ist ja schon vielleicht... Das kam mir so in dem Gespräch, Irrsinn in sich. Also ich stelle mir vor, ich habe einen Maler zu Hause, der malt bei uns hier irgendwie das Haus. Und es sieht total beschissen aus. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, aber guck mal, wie geil ich den Pinsel springen kann. Ich sage, ja, dann ist okay, dann ist fein. Das machen wir ja auch nicht. Ja, also das Ergebnis zählt ja. Und wieso zertifizieren wir nicht Problemlöser? Ja. Also wir haben es gerade mal, Product Owner werden zertifiziert und so weiter. Also ist das nicht vielleicht schon der Irrsinn in sich, dass wir was Falsches zertifizieren? Weil, auch das ist ja klar, wenn man Menschen zertifiziert auf irgendetwas und dann sagt man, also Scrum Master, der, ja, aber mach das nicht ganz so, wie du das da gelernt hast. Der sagt auch, Entschuldigung, also ich bin auch zertifiziert. Ich muss das doch so machen. Ja? Also vielleicht... Vielleicht, das kam mir so in, das kam mir dann nochmal so, als ihr da gesprochen habt, ja, das habe ich so irgendwie mitgenommen. Also dieses Loslösen also von der... Vielleicht fehlt euch gar nicht so sehr die Problemlösung, vielleicht fehlt euch eher so die Problemdefinition, vielleicht fehlen euch Problemdefinierer. Weil, also dieses Beispiel mit dem Haus, ja, dass einer deine Hütte streicht und sagt, guck mal, wie geil ich streichen kann. Und also das ist, es ist technisch, es ist über jeden Zweifel erhaben und ich würde mir eine glatte 1 geben. Dann hast du mit dem im Vorfeld vielleicht nicht genau genug gesprochen, wie du dein Haus eigentlich gestrichen haben willst, also wie es hinterher aussehen soll. Und dass da vielleicht auch so ein bisschen die Krux drin steckt, wenn mein Problem möglichst fuzzy ist, also das je weicher das formuliert ist, je weicher die Anforderungen daran auch formuliert sind, wann ist mein Problem eigentlich gelöst oder was ist genau mein Problem, desto größer ist ja der Raum, den du dann Methodiken-Freaks und Fanatikern aufmachst, um dafür Platz für genau diese Methodik zu finden, um sich dann auszutoben in, aber Scrum geht nun mal so. Mhm. Wobei ich glaube, du brauchst dann zertifizierte Problemlöser, aber du brauchst auch diese zertifizierten Störer. Mhm. Ja, die dann reingehen und sagen, bist du hier mit deinem Lösungsweg, wie auch immer der aussieht, immer noch auf einem Lösungsweg oder bist du in der Methode abgedrückt? Bitte streicht zertifiziert, bitte sagt erfahrene und nachgewiesen erfolgreiche. Nein, du brauchst in Deutschland einen Zettel, auf dem steht, dass du das kannst. Das ist das Problem, das ist das Grundproblem. Aber wir machen die Zertifizierung. Ja, dann ist gut. Gucken wir mal drauf an, auf welcher Seite man steht. Ne? Nee, finde ich gut. Also im Thema Problem lösen, alles mit reinzubringen, also das zu definieren. Könner. Zu gucken, ist das eigentlich ein Problem? Ja? Könner, und nicht das nur sind, ja, Könner, ja, genau. Ja, aber auch welche, die, also die... Und die Lösung zu spezifizieren. Aber die dürfen auch nicht zu weit im System stecken. Die dürfen eigentlich, müssen sie als Supervisor sozusagen den Prozess mitbegleiten. Ja, du brauchst solche nicht, und solche. Also du brauchst auch die dir die Rückmeldung geben, ist mein Problem. Oder zwei Den Hofnarren, den ihr habt. Ja, ich hätte jetzt gerade gesagt, der Zertifizierte, aber der erfahrene Hofnarren, ja, der alles darf. Ja. Den sollte man ausbilden, ja. Ja, genau. Ja. Nein, wir zertifizieren den auch. Vielleicht haben wir gerade den Startschuss gehört für eine neue Rolle bei Otto. Ja, vielleicht. Den zertifizierten Otto-Hofnarren. Den kannst du auch online bestellen. Hofnarr@otto.de. Und da macht ihr eine Geschäftsidee draus und da hätten wir dann gerne 10% von.
Ich dachte, wir zertifizieren die. Ich muss es erstmal durchbringen, ne? Diese neue Rolle. Ja, genau. Nee, aber ja, danke. Also hat mir was gebracht. Uns auch. Ja, uns nur Spaß. Wir sind in Time. Yep. Aber deswegen trotzdem, wir sind ja noch nicht ganz fertig, oder? Wie sonst so die Schedule? Also, wer hat noch Fragen? Wir haben noch Zeit, also Fragen, Feedback. Natürlich, es ist noch Zeit für Rückmeldungen, Fragen, Ergänzungen, Tomaten werfen, was auch immer ihr wollt. Wir können ja mal express Freikopf laden. Wir haben keine Tomaten gefunden, sonst hätten wir sie verteilt. Nee, die hat der Ralf von den Leuten schon abgenommen, sonst hätte ich die gestern schon bekommen. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja bei euch irgendwie noch Dinge, die... Ja, bitte, die Fragerunde, Kommentarrunde offen, wer möchte. Den bringe ich auch dann da den konkreten links. Würfel. Da hinten links. Da ist links. Eine. Eine Frage zu dem Prozess der 15 Minuten. Der Betroffene, also Conny hat ja jetzt zugehört. Ich kenne das Setting auch so, dass einer, und da weiß ich das aus Präsenzberatungskonzepten, einer sitzt und einfach mitprotokolliert, was an Ideen generiert wird, um sozusagen die Vielfalt, die Impulse so gut wie möglich mitzunehmen, um sie dann nochmal rückzuspiegeln. Macht ihr das in dem Online-Format auch so oder ist das... anders vom Setting her. Also ich habe es jetzt einfach so erlebt, er hat zugehört, hat sich das herausgepickt, was für ihn den Impuls gab, zu sagen, in die Richtung denke ich weiter? Ja, also erstens derjenige, der sein Problem mitbringt, der kann in den 15 Minuten halt mitschreiben und dann in den letzten 5 Minuten das nochmal uns reflektieren. Wir schreiben ja auch mit und gegebenenfalls gibt es danach noch ein paar Ideen, die uns dann kommen. Das heißt, so ungefähr eine Woche nach dem Online-Termin gibt es dann nochmal eine Zusammenfassung per E-Mail von uns mit Impulsen, Links. Wenn wir irgendwas gesagt haben, guck doch mal danach. Ist das in der Sprache ein bisschen blöd, die URLs zu buchstabieren? Also das hat noch eine Erweiterungsfähigkeit. Genau. Es gibt nochmal ein kurzes Feedback, aber jetzt kein... Wir machen dann nicht noch eine Recherche und kein Lösungskonzept, sondern es sind Impulse. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Traut sich keiner. Traut sich keiner oder komplett geplättet? Da. Ja, da. Ja, super. Jede kleinste Regung wird hier wahrgenommen. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, jetzt seid ihr drei, seit 2 Jahren ungefähr in der Konstellation, habt ihr das Gefühl, dass ihr immer wieder zu ähnlichen Themen kommt, auch wenn verschiedene Inputs reinkommen? Oder, also man könnte ja auch sagen, eigentlich müsste man einen von euch alle im halben Jahr mal austauschen, um so neue Ideen reinzubringen. Also habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht? Ich glaube, bis jetzt waren wir immer bekloppt genug, immer auf neue Themen zu kommen. Das Interessante ist, die Fragestellungen ähneln sich immer wieder. Sodass wir tatsächlich immer wieder auch in die ähnliche Richtung tendieren, wobei wir unseren Erfahrungsschatz natürlich auch immer erweitern und dann tatsächlich auch immer neue Dinge dazukommen. Wir arbeiten ja sonst nicht miteinander, deswegen. Also soweit ich das als Teil, also als interner Teil, Bestandteil des Systems irgendwie beurteilen kann, ich habe noch keine Abnutzungserscheinung feststellen können. Aber es gibt so ein paar Running Gags, ne? Du musst immer die Frage nach dem Warum fragen, das... Mache ich nicht, sondern ich weiß, das wirst du tun. Ja, die kam heute gar nicht. Hast du gepennt? Wofür? Oder? Er hat wofür gefragt und nicht warum. Alles das hat gut. Mich irritiert. Es geht auch ein bisschen lustig zu dabei, das muss man jetzt dazu gestehen. Wir sind normalerweise auch im Business, so in dem, was wir sonst tun, sind wir ja auch relativ senior. Da trage ich auch keinen Anzug. Nee, eben. Genau. Aber ja. Also, ihr könnt auch ernst, oder wie? Ja. Na, also ich heiße Guido, aber ernst geht auch. Ja. Also Krawatte ab reicht nicht, haben wir ja vorhin gelernt. Ne? Ja, Krawatte kostet extra, kenne ich. Ja, auch. Also bei uns reicht es. Bei uns reicht Krawatte ab. Ja. Nein, aber es ist okay. Es hilft Frage uns dann auch ein bisschen lockerer miteinander umzugehen. Und meistens den Klienten auch. Weitere Fragen noch vielleicht zum Ablauf? Wobei, ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, wir hatten ja letztens einen größeren Auftrag eines großen deutschen Unternehmens. DAX! Wir haben es aber nicht im Boden eingegraben. Und da haben wir das in unser Netzwerk einfach erweitert und haben dort dann eben auch in unterschiedlichen Konstellationen etwas andere Sessions gemacht, aber eben Feedback-Sessions zu Innovationsworkshops, wo das mittlere Management Innovationen erarbeitet hat und wir haben die Kundenperspektive eingenommen und haben dann in unterschiedlichen Konstellationen halt Feedback gegeben.
Das Spannende ist, also das war, glaube ich, auch für den Kunden da an der Stelle interessant, dass wir es halt online machen. Dass wir, ne, das Lean, der Lean-Ansatz, nämlich ohne Reisen, ohne irgendwie großes Setup vorher, sondern wirklich nur auf relativ kurze Zeit gebucht. Genau. Dann, ja. Ich hätte noch eine Frage zum Ablauf vielleicht. Wenn ihr das online schon macht, wird es auch, die Sessions werden die auch aufgezeichnet? Das heißt, kriegen die denn da auch mit nach der Woche oder verfliegt das? Normalerweise nicht, können wir aber tun. Auf Wunsch können wir das tun. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich das ein zweites und drittes Mal anguckt, dass dann überhaupt das richtig ankommt. Also es ist optional, du kannst sagen, irgendwie hätten wir gerne, die technischen Möglichkeiten bestehen natürlich. Genau. Aber normal, also Usus ist, dass wir es nicht machen. Bisher war eher der Gedanke, alles, was hier besprochen wird, bleibt halt auch hier, wenn wir das aufnehmen. Oh Gott, nicht, dass wir es irgendwie online stellen oder keine Ahnung. Also ja, wer das wünscht, warum nicht? Technisch kein Problem. Ja. Ja. Okay, weitere Punkte? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut, ja, wenn sonst weiter nichts ist, danke für den Beitrag, die Freikopfler. Dankeschön für die improvisierte Show und die sehr wertvollen Inhalte. Die lassen wir hier. Ha, ha, ha.